Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den N54 Motor und zwar um meinen Motor, also der umgebaut wird. Ich habe ein bisschen den Motor vernachlässigt, aber jetzt geht es wieder weiter, beziehungsweise ich musste lange auf Teile warten und mit jemandem hin und her schreiben. Geplant war es eigentlich, Stehbolzen aus deutscher Produktion zu nehmen. Allerdings wollte ich keine Stehbolzen von der Stange. Wie schon in den anderen Videos gesagt, hat der N54 4 Stehbolzen M9 und 10 Stehbolzen M11. Die 4 M9 möchte ich ja ersetzen und das hat das Ganze dann hier nicht so funktioniert. Deswegen habe ich mir jetzt Stehbolzen aus USA bestellt beim Andy AD Engineering und das Ganze war jetzt 4 Wochen unterwegs fast, das Paket, durch den Zoll und durch das ganze Verschiffen und alles. Jetzt sind die Stehbolzen aber da und der Andy bietet das Paket an mit Hülsen, die schon innen auf Durchmesser passend sind und mit den passenden Unterlagscheiben, dass man praktisch nur noch den Block aufbohren muss, Gewinde schneiden und den Zylinderkopf aufbohren muss und dann sollte das Ganze passen. Wie gesagt, ich war gestern nicht da, der Paketfahrer hat das Päckchen schon wieder mitgenommen, weil niemand da war und ich gehe jetzt zur Post und hole das Päckchen, dann gucken wir uns das Ganze an. Und dann hätte ich auch gesagt, dann gucken wir auch mal, wie viel wir aufbauen müssen, weil an einer Stelle war ja das Problem, dass die Wandung unten nicht so stark war. Und da wollte ich eigentlich was aufschweißen lassen, damit ein bisschen mehr Material da ist. Das war für die ganzen anderen Stehbolzen gedacht. Jetzt schauen wir mal, wie die Stehbolzen aussehen. Wir messen die nach. Wir messen nach, was wir am Block noch bearbeiten müssen. Und dann schauen wir weiter. Ich denke, das ist für viele vielleicht eine Info, ob man da noch was machen muss oder einfach nur ein aufbohren, Gewinde schneiden und welche Länge die Gewinde haben, ist ja auch wichtig, weil es gibt viele Stehbolzen von ARP beziehungsweise viele Stehbolzenanbieter von ARP, die einfach einen Stehbolzen von einem anderen Fahrzeug nehmen, wo das andere Fahrzeug aber kein Alublock hat, sondern ein Stahlblock, also ein Gussblock. Und bei einem Gussblock braucht man halt nicht so eine ewig lange Gewindelänge, da langt ja schon so ein bisschen. In unserem Fall ist jetzt ein Alublock, da brauchen wir eine viel größere Gewindelänge, weil ja die Festigkeit gegeben sein muss. Und das schauen wir uns dann bei den Stehbolzen an. Wie gesagt, ich fahre jetzt zur Post, hole die Stehbolzen und dann schauen wir uns das Ganze an. Bis gleich. Also, Päckchen ist da. War richtig gut eingepackt. Hier habe ich es auch noch nicht ganz offen. Ich denke, das machen wir vielleicht gemeinsam. Ich ausfinde, wie das hier aufgeht. Mit einer Hand ist das Ganze auch ein bisschen schwierig. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich lege mal kurz die Kamera zur Seite und dann machen wir das Ganze auf. Mal verpackt. Übrigens war der Zoll günstiger als ich dachte. Die ganzen Schrauben kosten selber $359. Plus Versand war es dann glaube ich $399. Und darauf kam Zoll und Einfuhr waren jetzt mit den ganzen Gebühren 47 Euro, was ich jetzt bei der Post zahlen musste. Hier ist das Ganze auch nochmal verpackt. Dann haben wir jetzt Schluss auf. So wie das aussieht, hat da sogar der Zoll zugemacht. Also die hatten das aufgemacht, hatten reingeschaut. Und der Zoll hat es wieder zugeklebt. Sehr lustig, dass die so neugierig sind, was da drin ist. Für ein paar Stehbolzen. Das ist wohl, was die gedacht haben, was da drin ist. Kann ja nichts Gefährliches sein, Stehbolzen da irgendwas anzustellen. Und das sind sie auch schon.
richtig gut aus. Die Paste ist mit dabei. Die Muttern und die zwei Hülsen zum Zentrieren vom Zylinderkopf. Die muss man neu machen, weil durch die alten Hülsen passt ja die M11 nicht mehr durch und der Kopf muss ja trotzdem zentriert werden. Dann packe ich das jetzt mal aus und dann gucken wir uns das genauer an. So, ich habe jetzt mal alles ausgepackt. Sieht alles wirklich sehr gut aus. Und wir gucken uns jetzt mal an nach dem Geheimnis der Gewindegänge und ob das alles so passt. Und zwar habe ich jetzt hier mal ein Stehbolzen komplett reingeschraubt und eine normale Zylinderkopfschraube komplett reingeschraubt. Dieser Stehbolzen, der geht 23 Umdrehungen rein, das bedeutet 23 Gewindegänge fassen in den Block. Der Block ist etwas länger, da die originale Zylinderkopfschraube tiefer reingeht. Also die geht 28 Umdrehungen rein. Die hat auch eine längere Gewindesteigerung. Wenn wir uns jetzt das hier am Stehbolzen anschauen, wenn der Stehbolzen reingeschraubt wird, ist das Ende dann hier. Das bedeutet, hier unten wäre noch Gewinde vorhanden. Das ist das Geheimnis, warum viele sagen, längere Gewinde und hält besser und sonst irgendwas. So, jetzt bin ich mal hingegangen und habe diesen Abstand hier mal gemessen. Dieser Abstand von hier bis hier, also an der originalen Zylinderkopfschraube, beträgt 67 mm. Der Kopf selber, hier die Höhe, hat ebenfalls 67 mm. Das bedeutet, wenn alles so reinkommen würde, Schraube bis Anschlag, würde es passen. Aber da kommt ja noch eine Kopfdichtung dazwischen, die im Normalfall 1,2 mm hat. Und da kommt noch diese Unterlagscheibe dazwischen. Das ist die originale, die da drauf kommt. Die hat auch nochmal 4 mm. Das bedeutet, dann sind wir bei 5 mm, wo das Gewinde unten auch frei ist. Das bedeutet, ich müsste die Schraube 5 mm weiter rausnehmen, damit Serie verpackt ist. Wenn ich mir das jetzt ausrechne, dass die Schraube 28 Umdrehungen macht und der Stehbolzen 23, sind das Ganze 5 Umdrehungen. 5 mal 1,5. Wir nehmen jetzt hier mal den Taschenrechner zur Hilfe. Also 5 Umdrehungen geht die Schraube tiefer rein. Mal 1,5 ist die Steigung. Das wären 7,5 mm, wo die Schraube weiter reingeht. Wenn wir jetzt aber die 5,2 mm, also 4 mm die Unterlegscheibe plus 1,2 mm die Kopfdichtung, also ziehen wir 5,2 ab, das wären 2,3 mm. Das sind 2,3 mm, die der Stehbolzen weniger Gewinde greift. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal geteilt durch die Steigung, dann bin ich bei 1,5 Umdrehungen, die dieser Stehbolzen weniger macht als die Original-Zylinderkopfschraube. Ich finde, das ist nicht viel und ich denke, damit kann man leben. Andersrum wäre es jetzt, wenn jetzt, sage ich mal, das Gewinde länger wäre, man würde es bis zum Boden schrauben und irgendwas würde nicht passen, weil der Anschlag hier, viele haben ja diese Nase hier dran. Wenn da dann, sage ich mal, die Nase länger ist als die Gewindesteigung, da würde dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was flöten gehen, weil es gibt ja viele Stehbolzen, die haben hier die Nase dran. Das Gewinde fängt aber schon viel weiter unten an, deswegen gehen ja da auch schon Gewindegänge verloren. Deswegen denke ich jetzt mal, dass die Stehbolzen eine gute Wahl sind. Von der Gewindelänge passt es und mit diesen 1,5 Umdrehungen kann ich leben. Jetzt noch die Frage, warum Stehbolzen und keine Zylinderkopfschrauben? Zum einen haben die Stehbolzen eine Mutter hier oben, wenn mit einer Mutter befestigt. Das bedeutet, wenn man sie anzieht, wirken keine Torsionskräfte auf den Bolzen bzw. auf die Schraube selber. Wenn man die Schraube hier oben anzieht, die Schraube ist unten fest, man zieht hier oben weiter an, wirken hier
Kräfte auf die Schraube bzw. auf die Torsion der Schraube. Das heißt, da gehen schon mal Kräfte rein, was hier nicht ist. Zum anderen ist das Material, das können wir uns gleich angucken. Das bedeutet, das Material hat eine höhere Zugfestigkeit, diese aber nicht erreicht wird durchs Anziehen und die Schraube bzw. der Stehbolzen wird nicht gedehnt und man kann ihn immer wieder benutzen. Der wird wahrscheinlich den Motor auf jeden Fall überleben. Und das nächste ist natürlich, dadurch, dass man die Mutter hier oben anzieht, wirken die Kräfte auf den Zylinderkopf. Das heißt, man hat eine Pressung auf den Zylinderkopf und nicht hier wie bei der Schraube. Durch die Verdrehung hat man die Kräfte unten am Gewinde hier. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Unterschied der beiden an, rechnen das mal aus und gucken mal, was dabei herauskommt. Eigentlich sind die Zylinderkopfschrauben alle 10.9 Schrauben. Ich zeichne das jetzt hier mal auf so ein Schmierblatt auf, dass man das ein bisschen verstehen kann. Ist jetzt kein sauberes Blatt, aber ich hoffe, man kann es lesen. Es sind 10.9 Schrauben. Das bedeutet, man hat hier eine Zugfestigkeit, denn dieser Wert wird mit 100 gerechnet. Das bedeutet, 10 mal 100 ist gleich die Zugfestigkeit von 1000 Newton auf den Quadratmillimeter. Dieser Wert hier sagt die Streckgrenze. Der wird dann praktisch so gerechnet, diese 10 mal 9 mal 10 ist der Faktor. Das kann man ganz leicht im Kopf rechnen, 10 mal 1990 mal 10 sind 900 Newton pro Millimeter Quadrat. Was bedeutet denn Streckgrenze und Zugfestigkeit? Die Streckgrenze ist die Grenze, die erreicht wird, wo sich die Schraube anfängt zu dehnen. Und die Zugfestigkeit ist die Grenze, wo die Schraube dann abreißt. Das bedeutet, bei einer normalen Zylinderkopfschraube hat man 900 Newton Streckgrenze und 1000 Newton Zugfestigkeit. Wenn wir jetzt eine Schraube haben, sage ich mal von 10 mm, gehen wir mal vom gleichen Wert aus, weil es sind ja bloß die Materialien unterschiedlich, von 10 mm im Durchmesser. Das bedeutet, man hat die Formel für die Fläche ist ja A ist gleich Pi mal R Quadrat. Wenn man jetzt hier die Fläche ausrechnet, müsste man jetzt praktisch hier den Radius 5 im Quadrat mal Pi. Jetzt benutzen wir mal unseren Taschenrechner, weil das wird da ein bisschen einfacher sein. Und zwar gehen wir dann hier auf 5 Quadrat mal Pi ist gleich 78,5, tun wir mal abrunden. A ist gleich 78,5 Quadratmillimeter. Das wäre jetzt bei einer Schraube, bei einem Stehbolzen im gleichen Durchmesser. Und jetzt haben wir hier eine Streckgrenze. Wir wollen zuerst mal die Streckgrenze ausrechnen bei beiden. Die von der Schraube wissen wir ja schon. Die von den Stehbolzen hat eine Streckgrenze von 180.000 PSI und eine Zugfestigkeit von 220.000 PSI. Und wenn man das Ganze dann mal umrechnet, dann kommt da raus 1241 Newton pro Millimeter Quadrat und 1516 Newton pro Millimeter Quadrat. Das ist der Stehbolzen. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Fläche umrechnen, das bedeutet, wir gehen jetzt mal von der Streckgrenze aus.
jetzt als allererstes mal, wir haben eine Fläche von 78,5 mm Quadrat und wir nehmen das Ganze mal 900 Newton Millimeter Quadrat. Jetzt holen wir den Taschenrechner wieder. Dann wären wir bei 70.650 Newton. Das Ganze machen wir mal 1000 Newton Millimeter Quadrat. Kann man ja auch ziemlich schnell im Kopf rechnen. Kann man so Newton. Das ist dann praktisch die Streckgrenze in Newton umgerechnet auf eine 10 mm Schraube und das hier ist die Zugfestigkeit auf einer 10 mm Schraube. Das Ganze machen wir jetzt auch für die Stehbolzen. Das hier bleibt wieder gleich. Mal 1241 und mal 1516 Newton. Das rechnen wir jetzt aus. Wieder mit dem Taschenrechner. 1, 2, 4, 1 mal 7, 8,5. Da kommt dann 97,418,5 Newton. Und das Ganze dann auch 1516 mal 78,5 sind 119.006 Newton. Also das hier ist unsere Zylinderkopfschraube. Streckgrenze, Zugfestigkeit, Streckgrenze, Zugfestigkeit für die Bolzen, für die Schraube. Wenn wir das Ganze jetzt umrechnen in Kilogramm, da ist der Faktor, also 1 Kilogramm ist gleich 9,8 Newton. Das bedeutet, wir gehen jetzt hin und rechnen jetzt praktisch Schraube, Stehbolzen, ein Strich dazwischen, Streckgrenze, Zugfestigkeit, Streckgrenze, Zugfestigkeit und wir rechnen jetzt praktisch die 70.650 geteilt durch 9,8. Kommt raus 7209 Kilogramm. Nächste geteilt durch 9,8. 8010. Dann haben wir 9.940 und 119.000 sind 12.143. So, und jetzt hat man schon einen Überblick, was der Unterschied der beiden Materialien ist. Der Stehbolzen ist aus Chrom Molybden, soweit ich das weiß, ist ein legierter Stahl, der im Nachhinein noch wärmebehandelt wurde. Und die Kopfschraube könnte alles möglich sein, könnte ein Kohlenstoffstahl sein, könnte ein legierter Stahl sein oder Kohlenstoffstahl mit Zusätzen, könnte verschiedenes sein. Man sieht jetzt hier auf jeden Fall, wenn man da Gewicht an die Schraube bzw. an den Bolzen hängen würde, dass die Schraube sich schon streckt, beziehungsweise die Schraube würde bei 8000 Kilogramm abreißen, wo der Stehbolzen bei 9,940
Tonnen, also 9.940 Kilogramm, sich nicht mal verändert. Das bedeutet, die Schraube dehnt sich ab diesem Wert, reißt ab diesem Wert. Der Stehbolzen dehnt sich erst ab diesem Wert, wo hier, man hier ja sieht, da die Schraube vom Zylinderkopf ja nicht abreißt, wird sich der Stehbolzen auch nicht dehnen. Von dem her kann man den immer wieder benutzen und er hält auf jeden Fall viel mehr aus. Ja, das war der Grund, warum man Stehbolzen nimmt. Zum einen wegen der Verdrehung, Torsion. Man kann sie immer wieder benutzen und jetzt weiß man auch, was der Unterschied ist zwischen den beiden Materialien, zwischen der Schraube und dem Stehbolzen. Welche Bedenken ich noch hatte, war bei dieser einen Bohrung hier. Das war nur die eine, die anderen sind alle gut gefüllt mit Material, da mache ich mir keine Sorgen. Aber bei dieser einen hier, wo Richtung Steuerkette geht, diese hat hier unten etwas Luft. Ich habe das Ganze mal nachgemessen. Das Ganze hat 74 mm und die Bohrungen der anderen haben 71 mm. Das heißt, ich hätte nur noch 3 mm Wandung, was aber ganz okay ist. 3 mm, da ja hier keine Kraft drauf kommt, sondern das einfach nur geschlossen sein muss, dass da kein Druck verloren geht oder dass kein Öl oder sonst irgendwas da reinströmt in den Zylinderkopf. Deswegen werde ich dann hier auch 1 mm weniger bohren als die anderen. Was natürlich auch wieder gut macht, da am Zylinderkopf die Auflagefläche hier die M11 Serie schon hat, um 1 mm tiefer sitzt als die Auflagefläche, welche beim M9 ist. Das bedeutet, diesen Millimeter kann ich mir da drüben noch rausholen, ersparen beim Reinbohren. Was oft auch noch erwähnt wird, dass wenn man jetzt zum Beispiel hier auf M11 aufbohren würde und sonst was, müsste man die Zylinderkopfdichtung bearbeiten. Ich habe hier eine noch verpackte Zylinderkopfdichtung, also die ist neu, da wurde noch gar nichts bearbeitet. Und wenn ich mir hier die Löcher mal anschaue, 12 mm, genauso wie auch 12 mm die Löcher von der M11-Bohrung haben. Also wie gesagt, da muss man keinen Zylinderkopf bearbeiten. Da hat Elring schon dran gedacht, dass man da irgendwann mal M11 reinsetzen kann. Deswegen, Zylinderkopfdichtung bleibt erhalten. Die Unterlagscheiben sind auch dabei, weil der Platz hier geringer ist vom Durchmesser für die Unterlagscheiben als hier. Das bedeutet, da braucht man auch andere. Einen kleinen Durchmesser, große Bohrung. So, und das war's dann auch schon. Ich wollte euch jetzt nicht zeigen, wie man die montiert, sondern ich wollte euch einfach nur zeigen, was es für Stehbolzen gibt. Da ja im Internet viel diskutiert wird, zwecks Gewindelänge. Ja, es ist so. Es gibt auch Stehbolzen mit kürzerem Gewinde, was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, da man ja auch ein bestimmtes Drehmoment hat, mit dem man die Stehbolzen anziehen muss. Und da das ein Alublock ist und man würde das gleiche Drehmoment benutzen wie jetzt mit einer längeren Gewindelänge, dann könnte es passieren, dass das Gewinde rausreißt. Deswegen immer gucken, dass hier nicht diese kleinen Stehbolzen, also diese Stehbolzen mit diesem kurzen Gewinde erwischen tut, weil das könnte nämlich fatal für euren Motor werden. Was mich jetzt noch ein bisschen ärgert, also dieser Satz finde ich gut, da ich ja alles durch ML versetze. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass da jetzt keine Angaben dabei sind, mit wie viel Drehmoment das Ganze anzuziehen ist. Ich denke mal, wird ein bisschen anders sein als bei den Kopfschrauben, da das ja auch ein anderes Material ist. Die Kopfschrauben, die dehnen sich dann irgendwann, die Stehbolzen nicht mehr. Aber ich habe dem Andi auch schon eine E-Mail geschrieben, ob er eine Empfehlung hat oder ob er was hat, was vorgeschrieben ist, mit welchem Drehmoment sie angezogen werden. Und sobald er mir geantwortet hat, werde ich euch das auf jeden Fall mit in den Kommentare reinschreiben. Und wo ihr diesen Satz bekommt, werde ich euch auch verlinken. Wie gesagt, es ist kein Werbevideo, ich verdiene da nichts dran, ich habe die auch nicht günstiger bekommen oder sonst was. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wo man es bekommt, was es für welche gibt. Klar, es gibt auch 5 andere Anbieter, ich habe mich jetzt für diesen entschieden. Der Versand hat ca. 3 bis 4 Wochen gedauert, aber funktioniert alles.
Mit dem Motor wird es dann auch bald wieder weitergehen, jetzt wenn das Ganze aufgebaut ist und dann kommt die Hohnbrille drauf, dann wird das Ganze vermessen und das seht ihr auf jeden Fall dann in den anderen Videos. Danke fürs Zuschauen nochmal, über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.